herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Wir sind endlich nach einer Woche Warten eigentlich bei der Ernte mal angekommen. Wurde auch ein bisschen Zeit. Ich bin schon fast verzweifelt, aber jetzt können wir endlich ernten. Der Jürgen fährt irgendwo hinter mir, auch hier am Feld. Und wir ernten jetzt mal ein bisschen gemeinsam. Dann geht es ein bisschen schneller für seine Dieselproduktion. So. Alles gut? Jetzt gleich. Wie gleich? Oh. Ach, du bist auch schon da. Ja, moin. Kann mindestens nur ein Gewände fahren. So. Oh, da war der Profi am Werk. Der Raps hier. Machst du aus dem Raps nur Öl, Diesel? Ja. Oh, 18 Uhr muss ich mal weg zum Händler. Okay. Aber kannst du mit dem Audi fahren? So, dreiviertel Stündchen noch. Achtung, ich setz zurück. Ah, läuft ja wie ein... Das schmiert ja wie ein Uhrwerk. Jetzt hätten wir das einstudiert. Ja, ja. So muss das. Albert ist nur Wasser am Fahren, oder was? Jo, der hat die Holzkohle verladen und jetzt hat er die mal hochgebracht. Aber warte mal, dann könnte ich nochmal anrufen kurz. Oh, ich bin gleich wieder im Lande, ne? Jo, Albert, könntest unten dann noch mal gucken, ob du die 109 düngen kannst. Ja, mache ich. Gut. Ich bin mit dem Jürgen am Ernten. Oh, das ist gut. Gut, das ist gut, dass ich hier den Gabelstapler hatte. Weil genau bei der Baustelle in die olle Kurve ist er Paletten runtergerutscht. Oder zwei zumindest. Okay. Aber ich, passt ja. Wie gesagt, hat ja Gabelstapler mit. Jo. Gut, bis dann mal. Ja. Irgendwie machen wir ja dem Lohnunternehmen Konkurrenz. Ja. Die sind eh nur am Rumfahren mit dem Auto. Ja, aber diese Woche hat so viel geregnet, ey, und April ist eigentlich vorbei.
Kannst du nichts machen. Bin ja froh, dass ich Sägewerk habe. Da konnte ich ein bisschen nebenbei arbeiten. Ja. Ein paar Bäumchen gefällt. Der Typi von der neuen Gemeinde da, der Aushilfstypi da. Ah. Mhm. Ja, der ist Wasser falsch eingefüllt bei mir an der Zellulosefabrik. Oh. Solange er keine Elektronik getroffen hat. Nee, nur den falschen Tank. Oh. Wo fährst du denn hin? Ups. Wenn er das sieht. Was stehen lassen? Nö. Wohl. Wo denn? Hier oben. Also sind 2 Stunden her. Ja, alles gut. Passt, oder? Jo. Perfekt. Ist mein Warnblinker an? Ja. Das sieht doch, sah komisch aus. Machen. Klasse drin. 12.000. Ich hab 14. Ich muss Plane aufmachen. Oh, lol. Jod, ich muss aber nur mal los, ne? Jo. Bis später, tschüss. Ciao.
die er drauf hat. Ab zu Helga, Feierabendbierchen und dann ist Tutti. Upsesse. Oh, dem sein Feld ist auch schon erntereif. Was hat er gesagt? Drei Felder muss man ernten, ja? Mal gespannt, was er uns da dann gibt an Geld. Kleiner Ausritt hier. Für Helga. Ey, es ist glaube ich das erste Mal, dass ich pünktlich bin. Zumindest annähernd. Doch, ich glaube, ich müsste pünktlich sogar schaffen. So. Wo ist denn hier jemand? Thomas? Ah, ja, ja, ja. Kommst mal zum Feld, zu unserem. Muss ich jetzt ernsthaft dahin laufen? Jetzt bin ich pünktlich und kein anderer ist da. Gibt's ja nicht. Ah, da kommt einer. Wer ist das? Ist das der neue Typ da? Hallo. Hallo, Herr Varuna. Hallo, Sie müssen der Tinkang. Teig van Kan. Was? Teig van Kan? Ja. Servus, Neumann. Hallo. Guten Tag. Gibt's ja nicht hier. Ich bin pünktlich und ihr seid zu spät. Naja, egal. Anderes ja. Kapitel. Gehen wir gerade mal zu Helga. Ich könnte auch ein Feierabendbierchen vorbetragen. Jo. Wobei, ich muss noch fahren. Ja, egal. Ding, ding. Eins geht. Moment, Telefon. Albert, hallo? Ich bin fertig. Ich habe den Traktor erstmal abgestellt auf dem Hof. Okay. Was hast denn du gemacht gehabt? Gedüngt? Gedüngt? Jo, genau. Gedüngt. Können Sie Feierabend machen für heute? Ui, dankeschön. Bitte, bis nächste Woche. Morgen. Danke. Tschüss. Die Herren, also wie schaut's, also mal, Moment, haben Sie schon was geholt, Herr Neumann? Ja, ich für mich aber nur, ich hol mal für euch beide. Ich wollte gerade sagen, Sie sind sehr sozial. Ja, bitteschön. Dankeschön. Neumann. Bitteschön, ja. Warum kriege ich hier ein alkoholfreies? Dann hol ich Ihnen selber eins. Geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, ne?
Aber das nächste Mal denkt dran, kein alkoholfrei, wenn ich schon mal trinke. So, Herr Pfannenkannen, es geht darum, Sie haben ja jetzt eine Woche mal mitgearbeitet. Ja. Und die Gemeinde, also der Herr Neumann und ich und der Herr Müller, der Herr Müller ist aber jetzt gerade, der hat sich erkältet, deshalb ist er nicht da. Wir wollten fragen, ob Sie denn vielleicht eine Festanstellung bei der Gemeinde möchten. Das würde ich, ja, gerne. Ja. Also, da haben Sie immer was zu tun. Denke ich auch, ja. Sind Sie verantwortlich dafür, dass die Tankstellen befüllt werden, die das Wasserwerk befüllt, betrieben wird? Mhm. Und je nachdem finden wir bestimmt noch eine Aufgabe für Sie. Wenn Denk Sie mal schon. Luft haben. Für Sie, Herr Varuna, ich habe mich kurz zurückgeschlossen wegen der Falschlieferung Wasser. Mhm. Und werden Ihnen die zweite Lieferung nicht in Rechnung stellen. Ach, das ist ja nett. Super, da freue ich mich. Entschädigt etwas. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gut. Na, dann freue ich mich auf die zweite Lieferung. Gerne. Die Gut. Lieferung Wasser wird dann wahrscheinlich aber erst nächste Woche erfolgen. Ja, das passt, kein Problem. Muss jetzt sowieso auch Feierabend machen. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bringe mal die Gläser zurück. Egal, bitte, danke. Tschüss. So, Neumann, hau rein, mach's gut. Herr Teigpfannenkann, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis. So, gut. Ich hoffe mal, dass der Mitarbeiter dann auch wirklich die Stadt ordentlich vertritt. Der wird, glaube ich, das Wasserwerk ordentlich betreiben. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.